Grüßt liebe Modellbahnfreunde hier bei Toms Mobilwelt zu einem weiteren Video. Zuglift Teil 2, beziehungsweise wir haben den Namen geändert, Zughebewerk Teil 2. Der Manuel, der Klaus und ich, wir sind sehr positiv überrascht über die Zugriffszahlen des Teil 1 Zuglift. Link ist noch einmal unten drinne. Stand Freitag, dem 23.04.2021, 2500 Zugriffe innerhalb von 10 Tagen. Das habe ich so auf meinem Kanal noch nicht gehabt. Ich bedanke mich bei allen, die sich dieses Video angeschaut haben, auch wirklich teilweise über 12, 13 Minuten, die sich das Video auch dann insgesamt angeguckt haben. Von 30 Minuten ungefähr, das ist eine ganze Menge. Ja, man scrollt ja und zoomt ein bisschen vor oder spult ein bisschen vor und 11,5 Minuten ungefähr sich das Video anzuschauen über ein Projekt, was in der Entstehungsphase ist und noch nicht so richtig spruchreif war, das ist enorm. Was uns aber noch viel mehr begeistert hat, über diese vielen E-Mails, über viele Word-Dokumente, über Zeichnungen, über Autodesk Fusion Dateien, die uns zugespielt worden sind, dass sich so viele Modellbahnen Gedanken darüber gemacht haben und so unterstützt haben mit Ideen, das ist echt enorm. Das hat uns wirklich überwältigt und wir sind dabei, das alles jetzt erst einmal zu sichten, und ich werde euch heute mal so ein, zwei Sachen von einigen Zuschriften zukommen oder zeigen, was die Leute sich und die Modellbahner sich für die Gedanken gemacht haben und wir auch der Meinung sind, ja, da ist ein großer Bedarf an so einem Zughebewerk und wir uns richtig motiviert fühlen und auch alles dran geben, um dieses Projekt zu einem Erfolg zu bringen. Aber wir merken jetzt schon, es gibt ganz viele Hürden, ganz viele Schwierigkeiten. Und diese Ideen, die von euch gekommen sind, die werden wir alle irgendwo über uns, überall etwas rauspicken und mit in das Projekt einfließen lassen. Ich zeige euch heute mal, was der Stand der Dinge ist, was der Manuel an Inspiration gemacht hat. Das sind alles erstmal Gedanken, die irgendwo hineinfließen, in Autodesk Fusion beispielsweise, in eine 3D-Zeichnung. Der Klaus ist da schon viel weiter, der hat schon das Ding fast fertig, um so zu sagen. Die analoge Steuerung ist zum Beispiel schon fertig. Das heißt, wir können das Ding eigentlich schon fast fertigstellen. Etwas schwieriger sieht es aus, wenn wir dort in die Automatisierung mit einbauen wollen. Also in Rockrail oder Train Controller. Da wird es ein bisschen schwieriger. Aber ich denke mal, in den nächsten 4, 5 Wochen werden wir auch da ein paar Schritte weiter sein. Also ich zeige euch heute erst einmal die Arbeiten von dem Manuel oder die Arbeit oder die Gedanken von dem Manuel. Ich zeige euch, beziehungsweise der Klaus erklärt es euch selbst, was er gemacht hat bis zum heutigen Zeitpunkt. Und ich erkläre euch, wo ich meine Probleme habe, quasi die Einbindung eines Decoders, um das Ganze dann mal irgendwann in Rockrail einbinden zu können. Da sind wir uns noch nicht so ganz einig. Die Bildqualität ist heute unterschiedlich. Ich bitte das zu verzeihen. Der Klaus hat im Hochformat gefilmt und auch nicht, glaube ich, in HD. Ich weiß das nicht genau, ist aber nicht schlimm. Ich bitte das ein oder andere heute zu verzeihen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen, und falls es da draußen noch Leute gibt, die weitere Ideen haben, meldet euch. Unten steht Kontaktadresse in der Videobeschreibung, alles drinne. Könnt euch gerne über Microsoft Teams melden, das ist ein wunderbares Tool. Ich kann das immer nur wieder sagen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann, ich denke mal, im nächsten Video, vielleicht in 3 bis 4 Wochen. Ihr wisst, ich bin ja in meiner Sommerpause, aber die ich eigentlich schon wieder abgebrochen habe. Das hat was mit Corona zu tun und wir haben hier Notstand gehabt und das Wetter ist scheißen kalt draußen. Also ich habe meine Eisenbahn auch schon wieder ausgepackt. War das ein anderes Thema. Okay, siehst du hier der nächste schon. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. So,
Also, ich habe hier mal meinen Zugriff, der ist jetzt aus meinem Kopf entstanden. Da hat es keine Skizzenbemaßung, da stimmt alles nicht überein. Keine Seite ist symmetrisch, gar nichts. Der ist einfach so mal gezeichnet. Das wird dann alles auf einem finalen Ding wird das angepasst. Ich kann auch hier noch Veränderungen vornehmen, weil ich habe es hier mal nur gezeichnet. Wir haben ja gesagt, die Gewindestangen werden Alu. Die sind sowieso vorgegeben. Es interessiert noch nur der mittlere Teil. Ich habe jetzt hier noch eine Seitenwand eingebaut, falls es zu einer Entgleisung kommen würde im Zuglift drin. Also wenn wir hier mit der Schiene reingehen und hier eine Entgleisung stattfindet, der Zug fällt da nicht runter. Der ist geschützt. So, dann habe ich hier Führungsrollen, weil in H0 arbeiten wir mit mehr Gewichten, das weißt du. Also wenn ich hier einen Zug drin stehen habe, der ein bisschen schwer ist auf der einen Seite, oder dann würde ja das bedeuten, dass sich hier die Gewindestangen mehr abnutzen. Und so können alle vier Motoren, also alle vier Steppermotoren, können hier gleichzeitig treiben. Und der Lift an und für sich, der bleibt immer in seiner Schiene drin. Oder? Hier soll dann auch noch ein Rädchen rein. Wäre geplant. Muss ich dann noch schauen, wie ich es mache. Aber ich habe jetzt momentan einfach keine Zeit, hier weiterzumachen. Ich habe noch arbeitstechnisch habe ich da noch viel offen und ich muss da rangehen und jetzt kommen wieder Ausbildungen. Aber man darf sagen, das soll dann eine Endabschaltung geben, wie der Klaus schon am Arbeiten ist. Das ist meine Variante des Liftes. Und jetzt siehst du es natürlich klar. Diese sind auf gleicher Höhe. Und wenn du das zeigst, das ist höher. So, das mal mein Zuglift. So, jetzt soll es einmal um die Funktionsweise des Zughebewerkes gehen, aus elektronischer Sicht und vielleicht auch so ein bisschen auf den Baufortschritt eingegangen. Ich fange einfach mal zunächst mit den Komponenten an. Unser Herzstück hier ist dieser Arduino. Der Arduino, der berechnet die Steps. Dann ist hier hinten noch ein Stepper-Motortreiber dran. Der Stepper-Motortreiber, der geht dann hier hinten rum, ist ein vierpoliger Stepper-Motor, so wie man die auch von den entsprechenden 3D-Druckern kennt. Dann habe ich hier eine 12-Volt-Stromversorgung und im Moment mache ich die 5-Volt für den Arduino noch aus so einer Powerbank heraus. Das wird sich aber mit der Platine ändern. So, Floppy, das hier. Dieses Druckgussgehäuse war in früheren Zeiten mal ein Floppy, 3,5 Zoll. Das ist einfach nur benutzt worden, um die Funktionsweise und um mir das Programmieren zu erleichtern. Was man aber hier ganz schön sieht, man hat hier zum einen diese Spindel. Das hier hinten ist der kleine Steppermotor. Dann haben wir hier eine Gleitstange. Alle diese Komponenten finden wir nachher in groß wieder. Und ganz wichtig hier dieser Endschalter. Wir arbeiten mit Steppermotoren, weil Steppermotoren die Eigenschaft haben, immer wieder zu der gleichen Position zurückzukehren. Und es geht ja da auch um Zehntel, wenn die Schienen da aneinander gestoßen haben, wenn der Zug darüber fahren soll, dann sollte man da keine Höhenunterschiede feststellen. So, um das überhaupt bewerkstelligen zu können, benötigen wir eine vorher festgesetzte Position. Ich sage jetzt einfach mal das sogenannte Homing. Homing machen wir hier mit diesem Schalter. Ich bewege den mal, dann sieht man, wie der klickt. Einmal, und wenn ich den jetzt loslasse, klickt der ein zweites Mal. Das heißt, an der Stelle ist er eingeschaltet und an der Stelle ist er wieder aus. So, wie funktioniert das Homing nun? In dem Moment bei der ersten Initialisierung, sprich wenn unser Zuglift oder unter das Zughebewerk, wenn das erste Mal mit Strom versorgt wird, dann weiß
die Elektronik ja noch gar nicht, wo steht überhaupt im Moment diese Brücke, die da rauf und runter fährt. Das muss jetzt erstmal in eine definierte Home-Position gebracht werden. Dazu fährt der Stepper zunächst gegen diesen Schalter, drückt den dann rein und gleichzeitig wird dann die Drehrichtung wieder umgekehrt und er fährt genauso weit wieder zurück, bis wir diesen Schalter wieder ausgeschaltet haben. Das hat den Vorteil, dass man dann hinterher von dieser Position aus, sprich von der Home-Position aus, die entsprechenden Schritte zählen kann. So, das ist einfach schon mal so die Grundlage, die Theorie des Gesamten. Der Stepper-Motor wird momentan mit diesen beiden Tasten hier bewegt. Das heißt, die gehen im Moment noch direkt auf den Arduino. Da werden zwei Pins gegen Masse gezogen und dann wird da eine Bewegung ausgelöst. Ich habe es im Moment so gelöst, dass der Stepper-Motor erstmal gehomt wird und dann kann ich einmal die obere Position anfahren. Die könnte dem Homing entsprechen, aber ich habe es offen gelassen. Man könnte dann noch vom Homing ein paar Schritte wieder nach unten fahren. Damit hat man die Möglichkeit später die ganze Geschichte elektronisch zu nivellieren. Heißt also, man braucht dann nicht den Endschalter so genau zu positionieren, sondern das kann man dann ja letztendlich dann über die Elektronik regeln. Man braucht dann also nicht unter der Platte so viel herumzuhängen. Man stellt das alles grob ein und dann macht der Rest, dann wird der Rest über die Elektronik gemacht. Jo, Stromversorgung 12 Volt hier über den dicken Bleiakku, 5 Volt bekommt er hier über die entsprechende Powerbank. Ich schalte das Ganze jetzt mal ein. Und dann sieht man ganz schön, wie dieser Stepper-Motor in die Homing-Funktion fährt. So, jetzt mal gucken. Einmal den Strom da drauf. So. Und jetzt müsste es... Ach so, hier fehlt noch der Strom von dem... So, jetzt ist er nach oben gefahren. Hat im Prinzip die Homing-Position. Die Homing-Position könnte gleichzeitig auch die Position für oben sein. Aber was ich ja gerade sagte, entsprechend der Plattendicke und so weiter, kann man da noch ein bisschen elektronisch nachregeln. Darum fährt er jetzt 9 Schritte wieder nach unten. Ach nee, das war jetzt, sorry, das war schon ganz nach unten. Und hier sind diese besagten 9 Schritte. Die habe ich da gemacht. Also dieser Motor, der hat nicht die 200 Schritte, die man sonst normalerweise von den 3D-Drucker-Stepper-Motoren kennt, sondern entsprechend hat der weniger Schritte und die Spindel ist auch viel größer. Ich mache das Ganze nochmal. Wir resetten den Arduino. So, dadurch macht er jetzt hier gleich ein Homing. Ach, die Powerbank ist ausgegangen. Das schalten wir nochmal ein. So, da hat er sich gehomt. Wir fahren jetzt 9 Schritte nach unten. So, dann ist er genau an der Stelle. Und jetzt kann man immer wieder durch Tastendruck in den Schattenbahnhof hinein und wieder hoch zur Platte. Das Ganze ist ja jetzt hier auch nur... Oh, da sind wir wieder. Hier haben wir die ganze Sache jetzt schon ein wenig geordneter. Ich beginne einfach mal hier ganz dominant. Dieser recht voluminöse Stepper-Motor. Der hat aber auch nur 4 Anschlüsse, so wie die aus dem 3D-Drucker-Bereich auch. Dieser Anschluss, der geht jetzt hier auf die Platine. Das ist der erste Anschluss. Hier ist noch ein weiterer für den zweiten Stepper-Motor. Die Platine ist also schon so weit vorgesehen, dass die entsprechend auch 2 Motoren bewegen kann. Heißt, wir haben einmal hier einen Stepper-Motortreiber und hier einen Stepper-Motortreiber. Dann wird hier der zweite Stepper-Motor angetrieben. Das Ganze wird wieder gesteuert über den Arduino. Dann hat sich hier noch ein bisschen was geändert. Wir arbeiten hier mit 12 Volt, auch wieder aus dem Bleiakku momentan noch. Da kann man natürlich auch ein Netzgerät oder sonst irgendwas nutzen. Im Moment ist es halt noch dieser Bleiakku zu Versuchszwecken. Was man auch noch ganz schön sieht, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Die beiden Schalter, die werden hier über diese 12 Volt gespeist. Das heißt, die beiden Schalter schicken jetzt einmal hier und einmal hier jeweils 12 Volt hinein. Heißt also, der Arduino bekommt nicht direkt diese 12 Volt,
sondern hier ist nochmal ein Stepper, hier ist nochmal ein Optokoppler, hier ist nochmal ein Optokoppler und der Optokoppler, der sorgt halt dafür, dass die Pins gegen Masse gezogen werden. Dann ist hier noch ein dritter Optokoppler reingekommen, der wiederum versorgt momentan noch diese rote LED und über diesen vierpoligen Anschluss ist auch dieser Schalter angeschlossen. Ich spreche jetzt hier mal wieder von dem Endschalter, der oben sitzt. Da komme ich aber auch noch mal weiter dazu, wenn es dann noch mal um die mechanische Seite geht. Dieser Endschalter ist ja, wie gesagt, dafür verantwortlich, dass wir entsprechend diese Home-Position finden. Vielleicht ist es noch in Erinnerung, der Stepper-Motor, der treibt die Achse rauf, 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 schaltet diesen Schalter. In dem Moment wird die Drehrichtung dieses Motors umgekehrt und wenn dann der Schalter wieder öffnet, bleibt der Motor stehen. Wir haben also immer wieder eine ganz definierte Position. So, das Ganze zeige ich jetzt mal. Ich gebe da mal Strom drauf. Bitte auch mal die rote LED jetzt beachten. Diese rote LED zeigt immer dann an, wenn der Aufzug in Betrieb ist. Anstelle dieser LED könnte man auch ein Relais nehmen und damit irgendwelche Dinge schalten. Auch zum Beispiel ein Soundmodul oder. Da gibt es halt viele Möglichkeiten. Oder vielleicht auch eine Signalanlage an dem Zughebewerk direkt oben. Wäre auch eine denkbare Lösung. So, ich gebe mal Strom darauf. So, mit Einschalten des Stromes fängt der Steppermotor an zu drehen. Das rote Licht sagt, aha, das Zughebewerk ist in Arbeit, es bewegt sich was. So, jetzt kommt die Brücke dem Endschalter oben nahe und dreht in dem Moment die Richtung um und lässt den Schalter wieder los. Ich habe es jetzt bewusst mal ein bisschen länger festgehalten. In natura ist dieser Vorgang ja viel schneller, wie man auch bereits sehen konnte. Jetzt haben wir hier diese beiden Tasten. Mit den beiden Tasten kann ich jetzt dieses kurze Stück bewegen. Das heißt, auch das ist ja auch einstellbar. Dadurch habe ich den jetzt ein bisschen runtergefahren, den ganzen Lift, und kann jetzt sagen, jetzt bin ich in der oberen Stellung. Man könnte aber auch darauf verzichten, auf diese Steps. Ich hatte da ja 9 Steps angegeben. Entsprechend, die brauchen wir allerdings nicht. Wir könnten auch auf 0 gehen, nur dann müsste man manuell rein mechanisch den Endschalter so einstellen, dass das alles wunderbar passt. Aber so, indem man dann halt die Schrittzahl verändert, hat man die Möglichkeit, da die Sache ganz genau zu justieren. So, der zweite Schalter fährt dann wieder nach unten. Auch da geht dann das Licht hin und her. Ja, da sieht man es also ganz schön. Hier sind wir auch ein bisschen schneller als gerade bei der Anfahrt des Home-Punktes, also beim Homing. Das ist ganz bewusst gemacht. In der Regel steht ja die Brücke oben und da braucht gar nicht so viel justiert werden. Da kann man durchaus mal ein bisschen langsamer fahren. Aber hier an dieser Stelle, da ist es eigentlich ganz schön. Der gibt richtig Gas. Und was man auch sehen kann, der fährt wirklich immer wieder in die gleiche Position. Und auch genau das ist ja das, was wir uns da gewünscht haben. So, jetzt mache ich nochmal einen kleinen Umbau. Ja, und dann geht's sofort weiter. So sieht's momentan aus. Wir haben einmal den Akku, dann das Weichenmodul, die WLAN-Maus, die Elektronik für die Stepper-Motoren bzw. für den Lift, und dann haben wir hier noch den Endschalter und die Diode. Ich mache mal Folgendes, wir haben gerade hier die Weiche Nummer 9 drin, die kann man hier auch sehen, zack, dann schaltet die, so, und anstelle der Nummer 9 nehmen wir jetzt die Nummer 12, da ist es nämlich angeschlossen hier an der 12, jetzt gebe ich hier nochmal ein Reset drauf. So fährt der Motor bis gegen den Endschalter. Der Endschalter findet dann die Home-Position. So, und jetzt fahren wir mit der Nummer 12 in die obere Position. Man sieht das, der Stepper bewegt sich nur ganz kurz, heißt also von oben so ganz leicht in die obere Position. So, und von da aus geht es dann einmal
ganz hinunter oder wieder hinauf. Und das Ganze halt über die DCC-Steuerung. Verkabelung ist auch klar. Letztendlich hier geht das Weichensignal rein und dort kommt das Weichensignal raus. Da kann man jetzt jeden beliebigen Decoder nehmen. Das ist egal, von welcher Firma der ist. Oder man kann sogar ganz herkömmlich die ganz normalen Schalter, wie man sie von Minitrix, Fleischmann und wie die Anbieter alle heißen, kennen. Dieses Modul würde sogar mit Wechselstrom funktionieren. Wenn hier eine Arbeit von dem Christian, ich weiß jetzt gar nicht, woher er kommt. Christian hat sich bei mir gemeldet. So, das ist seine Idee gewesen. Wie gesagt, alles unaufgefordert. Das kam über Microsoft Teams und da, wie ich war so begeistert davon, von dieser Arbeit und von diesen Gedanken, die sich da Modellbahner machen. Ihr seht hier sein Konstrukt. Auch er benutzt hier die Aluprofile, wie wir sie auch benutzt haben oder wie ich sie in meinem ersten Film vorgestellt habe. Und er hat hier Lücken gelassen. Das soll halt einfach suggerieren, dass hier die Bemaßung nicht festgesetzt ist, weil jeder hat ja unterschiedliche Vorstellungen von Größe. Der eine baut in H0, der andere in N, vielleicht einer in Z. Ja, und ja, wie gesagt, die Höhe und so und die Breite ist unterschiedlich. Ja, also das muss dann jeder selber wissen. Oder wir, es ist dann ja auch noch nicht ganz klar, wie wir dann Standardmaß eingeben. Also wir gehen im Augenblick von einer Länge von hier bis hier von 1,25 Meter aus. So, und der Christian hat hier zum Beispiel schon mal ein Gleis, ihr könnt es sehen, ein Gleis drauf gezeichnet und er hat in einem Textdatei noch geschrieben, schau mal Thomas, hier kannst du sogar noch ein zweites Gleis nebenher machen, um zwei Züge gleichzeitig hoch und runter fahren zu lassen. Das kann man natürlich auch machen. Das ist eine sehr schöne Idee, die ich dann irgendwann mal auffassen werde. So, und er hat dann ja, wie gesagt, Details sind hier genauso wie bei uns noch nicht drin. Man kann auch noch gar nicht so viele Details machen, weil wir jetzt erst einmal, wir von unserer Seite sind erstmal mit der Steuerung beschäftigt und wie soll das Ganze aussehen. Und dann gibt es gleich eben von dem Klaus noch und von dem Manuel einige schöne Inspirationen, die ich euch auch zeigen möchte. So, und hier hat er dann auch nochmal die Bemaßung in einem Word-Dokument zusammengefasst. Und also ich finde es bemerkenswert, was der Christian sich dafür Gedanken gemacht hat. Und das ein oder andere, lieber Christian, sei gesagt, das werden wir mit Sicherheit irgendwo einfließen lassen. Das ist eine wunderbare Idee, die damit drinne ist. So, ich beschäftige mich derweil mit der Anbindung der von euch von Klaus vorgestellten Arbeit, die er bis jetzt gemacht hat, die Anbindung an die Automatisierung, in diesem Fall an Rockrail. Der Klaus favorisiert dort in seinen Videos, was ich sehr toll finde, über einen Weichendecoder zu arbeiten. Sprich, wäre da jetzt die Möglichkeit, den DR4018 von DigiCase, wo man ja Weichen mitschalten kann. Das hat er auch erfolgreich, wie er in den vorangegangenen Videos gesehen hat, auch umgesetzt. Wie das in so einem Team ist, hat man natürlich unterschiedliche Meinungen. Ich favorisiere da ganz einfach eine Drehscheibensteuerung bzw. ein Drehscheibendecoder, weil ich dann die Möglichkeit habe, wie so Schubfächer, die Bühne, die hoch und runter geht, ihr habt das in den Steppermotoren gesehen, ihr müsst euch da jetzt eine Bühne drauf vorstellen, wo der Zug drauf steht, ich in mehreren Etagen fahren kann. Das ist alles blanke Theorie. Wie gesagt, wir haben das noch nicht ausprobiert mit dem Drehscheibendecoder. Ich habe mir jetzt erstmal einen Drehscheibendecoder bestellt, weil ich ja auch noch eine Drehscheibe habe, wo ein Drehscheibendecoder ran muss. Ich also keine Ahnung habe im Augenblick, wie das Ganze funktionieren soll. Aber ich beschäftige mich, bis das Teil hier ist, im Augenblick mit Rockrail und schaue mir das an, welche Möglichkeiten ich hier habe. Wir haben hier also ein Drehscheibensymbol, wir haben hier ein Schiebebühnensymbol und erst einmal sind die Kontextmenüs beide gleich. So, was können wir denn hier mit diesem Kontextmenü machen? Wir können also eine Beleuchtung mit
an den Decoder anschließen. Das heißt, eine Drehscheibenbeleuchtung, Scheinwerfer oder das Führerhaus, dieses Häuschen, was auf der Bühne ist. Wir können einen Sound mit einspielen, ein- oder ausstellen. Wir können hier das nächste Gleis ansteuern oder ein vorheriges Gleis zurück. Wir können eine 180-Grad-Drehung machen und wir können hier kalibrieren das Ganze bei der Erstinstallation. Und wir haben hier die Möglichkeit, die Lokbelegung zurückzunehmen, weil wir können hier auf dem Gleis ja auch dann eine Lokbelegung setzen. Wir können das Ganze auch außer Betrieb setzen. Hier haben wir das Eigenschaftenfenster und da wird es dann schon etwas, im ersten ist es, sieht übersichtlich aus, aber es ist irgendwie noch nicht so ganz zu verstehen. Ich warte jetzt auf meinen, das ist der nächste Schritt, den ich mache. Ich warte jetzt auf diesen Drehscheibendecoder, um herauszufinden, wie arbeitet dieser Drehscheibendecoder. Es gibt noch andere Drehscheibendecoder, die unterschiedlich arbeiten. Die arbeiten mit Optokopplern und mit optischen Hilfsmitteln. Da muss man die Drehscheibe umbauen. Und wenn man das alles reproduziert auf unser Hebewerk, dann wird das schon halt ein bisschen kompliziert. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch diese Ecke ausleuchten, um zu schauen, was können wir mit einem Drehscheibendecoder in Zusammenhang mit unserem Zughebewerk anstellen. Man muss ja alles mal beleuchten. Also wir haben hier die üblichen Verdächtigen. Wir haben hier, da muss man sich dann selber mal beschäftigen. Man kann hier die Drehgeschwindigkeit der Drehscheibe einstellen. In dem Fall zum Beispiel das Absenken und Hochfahren des Hebewerkes, eine Ausschaltverzögerung für die Motoren, für die Steppermotoren und so weiter und so fort. Für die Brücke können wir hier insgesamt bis 4 Rückmelder angeben. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum. Okay, die Drehscheibenbühne wird ja gepolt. Also die Polung wird verdreht, je nachdem wie die Drehscheibe sich dreht. Inwieweit das jetzt ein Vorteil für das Hebewerk sein kann, das weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Also ihr seht, wie gesagt, meine Aufgabe besteht darin, jetzt demnächst den Drehscheibendecoder hier in Rockray zu integrieren, um herauszufinden, wie funktionieren die Teile eigentlich im Detail und wie können wir da das ein oder andere herausziehen und vielleicht einen Drehscheibendecoder für das Zughebewerk einzusetzen. Ja, das ist meine Aufgabe, das ist schwierig genug. Ich komme da im Augenblick nicht weiter. Ich hänge da jetzt irgendwie erstmal fest. Ich warte, bis der Decoder hier ist. Und ich sage dann an dieser Stelle noch einmal Dankeschön fürs Zuschauen. Unser nächstes Video zu diesem Teil wird, denke ich mal, in 4 Wochen erscheinen. Bis dahin habt eine gute Zeit. Bis dahin, euer Tom und euer Klaus im Namen und natürlich auch im Namen von Manuel. Bis dann. Tschüss.